So. Ja, ich würde da gerne nochmal drüber diskutieren. Gib her. Ich dachte, du bist kaputt. Nein! Nein! Oh, diese Köter. Ich hasse diese Köter. Oh Gott. Da lässt ja bitte die Köter an dem Gerichtssaal rumrennen, ey. Nein! Ah, Alter, das ist echt schwer. Ja, mal mit der anderen Seite probieren, mal gucken, was wir alles finden. Haben wir uns einfach den Anzug schon nachgemacht? Was hält denn der aus? Ach! Alter. Komm schon, fall um! Ich hab dich gehört, du Drecksköter! Hey, hallo Kaiser! Hat aber ehrlich gesagt keine Zeit, ich muss nur einen Schuss, fuck. Ich bin eine andere Waffe.
Adi! Alter, Achtung, Sicherheitskontrolle. Ja, nö, ist mir egal. Haben wir genug Munition? Ja. Und mehr Waffen? Ne. Da stampft irgendwo was Großes rum. Das wird er hier hochkommen gerade. Nein! Boah, krass. Das ist echt heftig. Das ist richtig heftig. Guten Tag. Terrorist und Mörder. Hey, hallo. Ich habe dem Richter schon gezeigt, was ich von seinem Hammer halte, ehrlich gesagt. Hey, Klappe! Wer hat denn dich reingelassen? Guten Tag! Na, komm ein Stück näher. Ah, shit! Boah, krass. Boah, das ist richtig heftig. Terrorist und Mörder! Was sagt denn sowas? Nein! Oh, krass. Alter. Das ist echt hart. Alter Schwede, ey. Was ist mal die Knarre los? Nein, ich hab doch gehört, ich hab... Ja, ich bin im Dezember gelandet. Alter. Boah.
Komm, 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 schon her. Schauen, Ball um! Blödes Vieh. Dankeschön, 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 Dankeschön. Hadi! Jetzt wieder ein Gerichtssaal. Hinten, ich geh jetzt raus. Entschuldigung, ich muss ja nochmal lang. Noch jemand? Scheiße. Irgendwo noch Granaten, oder? Nein! Jetzt! Ja, wo sind die zwei denn? Hier, ja, bin ich dabei, mein Freund. Tschüssi. Alter, what the fuck? Mama? What? Oh, mein Sohn. Das ist eine Einbildung. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Also nee, echt. Dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Alter, krass. Oh, boah. Ey. Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Fröhliche Dinge. Und Dinge, die einem das Herz brechen. Ich war nicht da, als es nötig war. Ich ließ dich im Stich. Es tat so weh, Billy. Als du gingst, war es, als würde man mir das Herz rausreißen. Aber alle Not endet auch wieder. Weißt du das? Vieles davon ist unvermeidlich. Ich musste da bleiben, damit du gehen konntest. Und jetzt hast du Probleme. Mach dir keine Sorgen. Meine Probleme sind vorbei, mein Sohn. Ich will da nicht mehr rausgehen. Ich kann das nicht mehr. Du bist stark, Billy.
Wir sind Überlebenskünstler. Wir kämpfen auch dann, wenn wir nicht wissen, wie. Du bist eben mein Sohn. Alter, what? Ich bekomme Zwillinge, Mama. Noch nicht geboren. Ich will sie sehen. Ich will, dass du sie siehst. Du fehlst mir. Wir werden zusammen sein. Bald. Du musst nur noch eine letzte Prüfung bestehen. Das alles für ein Traum? What? Warmer Mantel der Tagträume. Das war Alter. Oh Mann. Scheiß Spiel. Bürger des glorreichen Germaniens, dies ist ein Tag zum Feiern. Vor einer Woche haben unsere tapferen Truppen William Joseph Blefkowitz festgenommen. Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt, dieser gefährliche Kriminelle, die Gerechtigkeit, die zahllosen Opfer verwehrt hat. Wir werden nicht nachgeben, bis der Krieg gewonnen ist. Nein, das werden wir nicht, hast du recht. Wir wären ein Traumpaar gewesen. Alter, du bist so tot. Du bist so tot. Sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Was? Alle auf Position. Er kommt. Was? Seien Sie bereit. Wir haben weniger als 7 Sekunden. Achtung. Fertig. Fertig. Max, Bombardier. Jetzt. Anja, jetzt. Schnell. Wir haben nur 3 Sekunden. Wir müssen unbedingt wieder Blut in sein Gehirn kriegen, sonst stirbt er. Was? Alter! Lebt er noch? What the fuck? Was eine abgedrehte, kranke Scheiße! Ich fürchte, es ist zu spät. Oh nein! Gehirnaktivität! Ja! Er lebt! Wow, Mann! Das ist sowas von abgefahren, Seth! Max heißt! Max hat recht. Wir sollten verschwinden. Ist er bereit für den Transport? Oh Gott, er ist tot. Scheiße! Das melde ich. Max Haas! Alter, was ist das für eine abgedrehte, kranke Scheiße? Da! Er ist wach! Hey. Scheiße! Der Gott der unsterblichen Weltraumfische schwimmt in seinem Aquarium! Es lebe der Weltraumfisch! Herr Blefkowitz, können Sie... Oder echt jetzt, ja. Ja. Gut, also folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet.
Sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen wir es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Anja. Meine Familie. Also, das ist Seth. Wie geht die Affenkatze? Für Maschinensoldaten, die wir im Einsatz bergen konnten. Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal okay, cool. Für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Python-Gurte, Donnerfäuste, Schlachtenläufer. Tja, ich weiß natürlich nicht, was sie machen, ne? Ich bin da völlig davon geflasht, dass wir gerade... Ja, Seth, entschuldige bitte. Ich bin immer noch völlig davon geflasht, dass wir gerade als Kopf in einem Glas sind. Alter. Kann ich mir... Okay, cool. Python-Gurte. Die Python-Gurte komprimieren deinen Oberkörper und ermöglichen dir so sehr schmale Räume zu durchqueren. Während du sie benutzt, kannst du jedoch nicht atmen. Bei längerer Benutzung erleidest du Schaden und stirbst schließlich aufgrund des Sauerstoffmangels. Die Python-Gurte aktivieren sich automatisch, wenn du geduckt bist und sie eingesetzt werden können. Das klingt sehr nach Schleichen. Donnerfäuste? Ein metallenes Verstärkungsgestell, das deine Armgelenke, Ellenbogen und Schultern stabilisiert. Mit den Donnerfäust kannst du Hindernisse wegrammen, Türen und Kisten zerschlagen und Gegner niederschlagen. Die Donnerfäuste aktivieren sich beim Sprinten. Also eher laut. Und die Schlachtenläufer? Achso, es geht auch noch runter hier. Nee, geht's nicht. Los, oder? Nee. Okay, ein mechanisches Aguator-System, das an deinem Beinen montiert und bei Bedarf aktiviert wird. Sobald es aktiviert wird, fahren mechanische Stützen aus, sodass du neue Bereiche erreichen kannst, vertikale Deckung nutzen und andere taktische Vorteile auf der Position einnehmen kannst. Drücke zweimal die Springtaste, um den Schlachtenläufer zu aktivieren. Ich würde sagen, wir nehmen das erste. Das gefällt mir am besten, die Python-Gurte. Diesen Kampfmod auswählen. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere Sie jetzt. Bis gleich. Das Glas trinke ich. Die Affenkatze. Ich schlafe nicht. Ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie fühlen Sie sich, Herr Bleskowitsch? Können Sie sich bewegen? Ja, Sie können es. Zeigen Sie es uns. Zeigen Sie es uns. Ich fühle mich stark. Erinnern Sie sich an Ihren Namen, daran, was Sie in den letzten 2 Jahren getan haben? Außer Regimesoldaten töten. Wenn du nochmal stirbst, William. Dann erschlage ich dich. Komm, ich habe was zum Anziehen. Schicken Sie ihn zu mir, wenn Sie fertig sind. Mhm. Hast du das gesehen, Kätzchen? Hast du das? Hast du das? Riese! Herr Bleskowitsch! Wie sehe ich aus? Wie ein neuer Mann, mein Junge, wie ein neuer Mann. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Also, das hier, das hat Shoshana auch. Nein. Das verbindet Ihren Kopf mit dem Körper. Sehr, sehr wichtig, nicht daran rumzuspielen. Also, es kann vorkommen, dass Sie ein Kribbeln spüren. Keine Sorge, ist ganz normal. Aber sagen Sie Bescheid, wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel Ihr Kopf den neuen Körper abstößt. Sowas in der Art.
Max, Hans! Max! 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 Das höre ich auch, Max. Maxchen. Also, ich habe das gewünschte Gerät repariert. Legen Sie es an und probieren Sie es doch mal aus. Nur zu, Herr Blazkowicz, legen Sie es an. Ich hätte gern erstmal Munition. Nehmen Sie es und legen Sie es an. Es gefällt Ihnen bestimmt. Was? Die Pythagorik im Moment an Obkommen ermöglicht es, so sehr schnelle Räume, sehr schmale Räume zu durchqueren, perfekt gegen einen großen Mann wie Sie, oder? Falsch. Die Pythagorik. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.